Wir sehen uns auf reitschuster.de. Kann es einen Bericht wie diesen von der Bundespressekonferenz von mir in Zukunft noch geben? Das ist fraglich. Denn wie jetzt bekannt wurde, gibt es einen Plan für eine Satzungsänderung in der Bundespressekonferenz bei der Mitgliederversammlung am 20. September. Und da soll drinstehen, dass die Mitglieder der Sachlichkeit verpflichtet sind. Da frage ich mich, was ist Sachlichkeit? Und steht im Grundgesetz, dass Meinungsfreiheit nur gilt, wenn man sachlich ist? Polemik galt bisher als normales Mittel in der Debatte, auch in der politischen. Und es gab inzwischen viele Kommentare, die sagten, das ist ein Lex Reitschuster, das da geplant wird. Ich kann das nicht beurteilen, aber so zumindest der Verdacht bei vielen, dass man da etwas gegen mich im Schilde führt, vielleicht noch andere kritischen Kollegen. Denn es ist ja eine extrem subjektive Sache. Was ist sachlich? Ist das Video, wenn ich kritisiere, was andere sagen, ist das noch sachlich? In meinen Augen ja, in den Augen von anderen nicht. Und in dem Moment, wo so eine Regulierung geplant ist, da ist die Pressefreiheit in meinen Augen massiv unter Gefahr. Henrik Broder hat einen vernichtenden Artikel in der Welt darüber geschrieben. Lesen Sie den, leider ist er hinter einer Bezahlschranke. Auch Alexander Wallasch hat auf meiner Seite ausführlich darüber geschrieben. Und es ist immer wieder erstaunlich, als ich anfing in der Bundespressekonferenz, da dachte ich, es ist die normalste Sache der Welt, da stellst du kritische Fragen und das ist prima. Und dass ich da so einen Sturm auslösen würde, solche Empörung, dass es da ganze Kampagnen gibt, ganze Schmutzkampagnen, das hätte ich mir nie träumen lassen. Und jetzt möglicherweise, ich weiß es nicht, ein neuer Versuch. Mein Gott, ist das wirklich so schlimm, wenn kritisch nachgefragt wird? Das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit werden. Heute auf der Bundespressekonferenz hat der Kollege Rea, den ich noch aus Moskauer Zeiten kenne und schätze, kritisch nachgefragt zum Thema Lohnfortzahlung. Und da kam tatsächlich heraus, wenn man jetzt als Nicht-Geimpfter, so verstehe ich das, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstehe, aber so kam es für mich rüber, wenn man jetzt als Nicht-Geimpfter zufällig in Kontakt mit einem Erkrankten kommt und dann in Quarantäne muss, dann bekommt man dafür keine Lohnfortzahlung mehr. Das ist in meinen Augen unvorstellbar. Es ist wirklich eine Diskriminierung, eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und da hat auch wieder niemand nachgehakt von den Kollegen. Also der Kollege Rea, danke, legt das so vor. Ach, jetzt bin ich wieder nicht sachlich. Ist das jetzt noch sachlich oder ist das noch nicht sachlich? Ist da die Zensurschere, muss die schon da sein? Darf ich sowas sagen? Darf ich, wie ich das jetzt tue, emotional werden oder ist das schon unsachlich? Also in was für Zeiten leben wir jetzt? Schauen Sie sich jetzt den Kollegen Rea an und da keine Nachfrage, dafür aber große Debatten zu einem Thema. Grüner Punkt, nein, irgendein anderer Punkt, grüner Haken oder irgendetwas in der Richtung. Sehen Sie nachher. Ich mache die weiteren Kommentare jetzt aus dem Off. Kommen dann nochmal ganz kurz zum Schluss. Das war's. Dann fürs Erste jetzt reinschauen. Frage an das Bundesgesundheitsministerium, bitte. Es geht um die Pläne der Länder, verschiedener Länder, die Lohnfortzahlung im Quarantänefall nach dem Infektionsschutzgesetz einzustellen für Ungeimpfte. Wie steht Ihr Haus dazu? Und ist das nicht eine Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür? Danke. Also, zunächst einmal geht es hier nicht um Lohnfortzahlung, sondern es geht um Lohnentschädigung für Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Und dazu gibt es eine Regelung im Infektionsschutzgesetz im Paragraphen 56. Also es ist schon bestehendes Recht, dass der Anspruch auf Lohnentschädigung nicht besteht. Ich zitiere mal. Wenn man durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, eine Absonderung hätte vermeiden können. Heißt, wer nicht geimpft ist und in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch auf diese Lohnersatzleistung. Der Minister hat sich dazu geäußert am Mittwoch dieser Woche und hat gesagt, das sei, ich übersetze das mal, sei unfair gegenüber
der Gemeinschaft, die dann dafür aufkommen muss, wenn es eine Impfung gibt, die allgemein zugänglich ist, wenn Leute Lohnersatzleistungen bekommen, wenn sie in Quarantäne gehen. Gut, weitere Fragen dazu? Bitte. Nochmal gewandelt, vielleicht keine Impfpflicht, aber ist es nicht eine Impfauskunftspflicht durch die Hintertür, da ja dann offengelegt werden muss, ob Mitarbeiterinnen geimpft sind oder nicht? Nein, wer jetzt in Quarantäne geht, ist nicht geimpft, es sei denn, er kommt aus einem Virusvariantengebiet zurück. Ich habe mich offenbar nicht geirrt. Es ist offenbar tatsächlich so, dass man in dem Falle, dass ein Nicht-Geimpfter in Kontakt mit einem positiv Getesteten war, ihn dann ohne Lohn zu Hause unter Hausarrest stellen will. Mir fehlen da einfach die Worte, aber das ist wahrscheinlich schon wieder nicht sachlich. Das darf man wahrscheinlich nach den neuen Vorstellungen, die einige haben, gar nicht mehr sagen. Fragen zum Thema Impfen sehe ich im Saal nicht. Dann bitte. Es können doch auch Geimpfte infiziert sein. Diese Frage vom Kollegen Jung geht jetzt in meinen Augen etwas am Thema vorbei, weil um die Geimpften geht es ja nicht, die werden ja weiter bevorzugt. Aber diese Kritik darf man sicher auch wieder nicht sagen, das könnte ja unsachlich sein. Ja, und dann Quarantäne müssen. Moment. Aber dann sind Sie im Bereich von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn Sie infiziert sind, sind Sie krank, dann bleiben Sie zu Hause und dann bekommen Sie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Deswegen würde ich das gerne unterscheiden. Lohnfortzahlung, das, was auch teilweise im politischen Raum behauptet wurde, ist einfach falsch. Das ist nicht Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, um die es hier geht, sondern es geht um eine Lohnentschädigung nach IFSG. Was die Sache ja noch schlimmer macht, um es nochmal zu sagen, jemand hat zufällig Kontakt mit jemandem, der positiv getestet wurde. Er muss dann 2 Wochen in Hausarrest, darf nicht arbeiten und wird dafür für diesen Hausarrest auch noch damit bestraft, dass er keinen Lohn oder kein Gehalt mehr bekommt und unter Umständen seine Familie nicht mehr ernähren kann. Das ist faktisch eine Erpressung der Ungeimpften unter Bedrohung ihrer Existenz. Sorry, so drastisch muss man das sagen. Auch wenn es vielleicht nach Ansicht der höchsten Sittenwärter nicht sachlich ist, das so zu beurteilen. Gut, dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an Herrn Kautz. Der fragt, Impfungen werden auf Kosten der Allgemeinheit finanziert. Tests sollen selbst bezahlt werden. In beiden Fällen geht es um Gesundheitsschutz. Wie begründen Sie diese unterschiedliche Herangehensweise? Ich glaube, dazu hat sich der Minister hinlänglich geäußert. Da kann er sich darauf beziehen. Das ist in meinen Augen eine ganz klare Arbeitsverweigerung des Sprechers. Und ich finde ganz sachlich, das sollte auch der Vorsitzende so nicht durchgehen lassen. Man kann nicht sagen, das hat irgendjemand schon mal irgendwo geantwortet. Dann kann man die Pressekonferenz ganz bleiben lassen. Dann kann man immer sagen, irgendjemand hat irgendetwas schon mal irgendwo beantwortet. Ich halte das gelinde gesagt für eine Zumutung und für eine Ohrfeige für die Medien, wenn man hier so antwortet. Aber das scheint auch niemanden zu interessieren. Dann dazu keine weiteren Fragen. Dann habe ich von außen eine Frage. Vielleicht können wir das nehmen ans Finanzministerium. Von den 2 meiner 4 Fragen, die vorgelesen wurden, die anderen wurden nicht verlesen, richtete sich die 2. nach der Durchsuchungsaktion in Hamburg, wo ein Familienvater den dortigen Innensenator von der SPD als Pimmel bezeichnet hatte auf Twitter, weil er während der Corona-Maßnahmen selber gefeiert hat und daraufhin wurde um 6 Uhr morgens seine Wohnung durchsucht. 2 Kinder waren dabei, als die Wohnung auf den Kopf gestellt wurde. In meinen Augen Machtmissbrauch und eine unglaubliche Instrumentalisierung von Justiz und Polizei zur Einschüchterung, weil normalerweise bei Beleidigungen das überhaupt nicht so erfolgt. Ich fragte dazu das Bundesjustizministerium und da ich weiß, dass die ja immer antworten, sie sagen nichts zu Einzelfällen, habe ich extra nochmal dazu gesagt, es geht mir nicht um diesen konkreten Einzelfall. Trotzdem wurde genau mit dieser Begründung die Frage nicht beantwortet. Voilà. Dann gibt es an das BMVI die Frage von Herrn Reitschuster. In Bremen wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht, weil er einen Senator via Twitter beleidigt hat. Wo ist für das Ministerium die Schwelle für Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen, ganz unabhängig vom Hamburger Fall?
Können Sie das bitte nochmal, das war jetzt ein bisschen schnell, können Sie es bitte noch einmal? In Bremen wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht, weil er einen Senator via Twitter beleidigt hatte. Wo ist für das Ministerium die Schwelle für Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen? Wie üblich ist es ja so, dass wir konkret laufende Ermittlungsverfahren und Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaften und der Polizei hier von hier aus nicht bewerten. Und der Kollege Jung, der mit 29 Wortmeldungen und Fragen heute in Erscheinung trat gegenüber meinen zwei, der wiederholte diese Frage dann auch nochmal in der Schule, würde man da sagen, besser aufpassen. Entschuldigung, das war wieder unsachlich, das darf man ja bald wohl nicht mehr. Hey Jung. Ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Fall ist, aber in Hamburg wurde der Innensenator Antti Grote mit Pimmel beleidigt und jetzt gab es dazu eine Hausdurchsuchung. Wie bewertet denn das Innenministerium diese Maßnahme? Also wenn Herr Seehofer als Pimmel bezeichnet werden würde auf Twitter, würde er auch eine Hausdurchsuchung anstreben lassen. Also ich kann den Aussagen. Das verhältnismäßig. Also ich kann den Aussagen meiner Kollegin nichts hinzufügen. Wir kommentieren grundsätzlich keine Ermittlungsmaßnahmen von Behörden. Das war jetzt eine politische Frage, weil ein Innenminister basierend auf einer einfachen Beleidigung auf Twitter eine Hausdurchsuchung veranlasst hat. Wie? Nochmal, da müssten jetzt wie bei mir als Zuhörer bei einer Regierungssprecherin alle Alarmglocken klingen, weil hier unterstellt wird, der Minister habe das getan. Ich halte das für durchaus möglich, aber man dürfte es nie zugeben und es wird überhaupt nicht bemerkt. Faszinierend. Unsachlich wieder. Entschuldigung. Bewertet das der Bundesinnenminister? Also Ihre Frage beinhaltet die Bewertung dieser Ermittlungsmaßnahmen. Nee, es ist eine politische Frage. Ist das nicht eine politisch angemessene, verhältnismäßige Reaktion? Ich habe meine Aussage nicht dazu zu fügen. Unabhängig davon muss man es, glaube ich, schon noch mal festhalten, dass nicht Innenminister Hausdurchsuchungen veranlassen, sondern Justizbehörden. Naja, es kann nur der Geschädigte, der quasi jetzt beleidigt wurde, eine Strafanzeige stellen und dadurch diese Hausdurchsuchung veranlassen. Das gehört auch. So. Gibt es weitere Fragen? Herr Jung. Nochmal zu Russland, Frau Sasse. Die Duma-Wahlen stehen an. Wie beobachtet, bewertet das Auswärtige Amt die Wahlen, vielleicht auch Herr Seibert, sehen Sie die als fair und frei an? Also Sie haben gerade selber gesagt, die Duma-Wahlen stehen an. Deswegen nehmen wir an dieser Stelle keine Bewertung der Wahlen vor. Wir beobachten das natürlich sehr genau im Vorfeld und haben uns an dieser Stelle auch schon mehrfach zu Vorkommnissen im Vorfeld der Duma-Wahlen geäußert, auf die ich verweise. Aber in anderen Ländern sagen Sie auch im Vorfeld, ob Sie da eine Wahl als fair und frei ansehen, ob Sie die Fairness und die Freiheit gefährdet sehen. Und angesichts der Berichte auch in deutschen, auch in russischen Medien, wo chancenreiche Oppositionelle ausgeschlossen werden, wo Fake-Kandidaten, wo Kopien im Umlauf sind. Da wollen Sie jetzt nichts zu sagen im Vorfeld? Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen, Herr Jung. Sofern mir jede Gleichsetzung liegt und meine sehr, sehr kritische Haltung zu Putin ist sehr bekannt, aber warum greift man sich hier nicht auch einmal an die eigene Nase? Da könnten ja auch Splitter vor dem Auge sein, denn mit der Fairness bei uns im Wahlkampf ist es ja so eine Sache. Es gibt den Oppositionsführer im Bundestag, da werden Wahlkampfstände angegriffen, die bekommen keine Seele, die haben massive Nachteile und gerade auch in den großen Medien. Also die Fairness im Bundestagswahlkampf, die wäre auch einmal ein Thema, ist zu viel. Ich weiß, noch nie angesprochen worden hier. Dafür aber Russland. Wie gesagt, ich kritisiere, was dort schief geht, aber vor der eigenen Tür sollte man auch immer kehren. Da ich keine weiteren Fragen sehe, sind wir damit am Ende dieser Pressekonferenz. Dann danke ich Ihnen für den Besuch und wünsche, sofern es beginnt, ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ja, für mich das Erschütterndste, dass hier nochmal völlig klar wurde, dass Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, um ihre Existenz zittern müssen. Ein falscher Kontakt mit jemandem, der positiv getestet war und sie können bis zu 2 Wochen ohne Lohn und Gehalt bleiben. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist wirtschaftliche Erpressung. Es ist eigentlich in meinen Augen zumindest politisch Nötigung. Schockierend. Aber das ist wieder unsachlich. Das würde sicher nicht genehmigt, wenn es künftig eine Sachlichkeitskommission gibt.
Ja, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren, die Bundespressekonferenz mit mir verfolgt haben, solange es noch geht. Weil es ist ja die große Frage, war ich jetzt sachlich genug? Gottes Willen, etwas Unsachliches da hineinbrachte, dann kann das künftig ein Grund sein, mich aus der Bundespressekonferenz auszuschließen. Es ist Orwell, es ist Kafka, es ist unbeschreiblich. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. So, und statt eines Backstages jetzt die Debatte heute zum grünen Knopf, bei der sich vor allem der Kollege Thilo Jung hervorgetan hat. Ich hoffe, das ist jetzt sachlich. Und das können Sie sich jetzt anschauen. Herr Jung war heute ausgesprochen aktiv auf der Bundespressekonferenz, subjektiv den Eindruck, dass er die halbe Bundespressekonferenz bestritten hat. Ich bin ja nicht in Berlin im Moment und darum kann ich das nur online machen. Dafür heute Thilo Jung. Aber das ist ja vielleicht auch schon wieder nicht sachlich, wenn ich diese Bemerkung mache. Vielleicht sollte man eine Stelle einrichten, wo man dann immer nachfragen kann vorher, ob wo dann das praktisch kontrolliert werden kann, also zensiert werden kann. Dann kann man sagen, war jetzt sachlich, da kriegt man einen Haken und Reitschuster darf das machen und andere. Oder es war nicht sachlich, dann ist es verboten. Merken Sie was? Danke. Ciao. Schauen Sie rein. Gut, dann haben wir eine Mitteilung des BMZ. Bitte. Vielen Dank. Es geht um den grünen Knopf, unser staatliches Textilsiegel. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema der Bundesregierung, des BMZ, auch im Textilsektor. Vielleicht haben einige von Ihnen noch die Bilder vor Augen, als 2013 die Textilfabrik Rana Plaza zusammenstürzte. 1140 Textilarbeiterinnen starben, das größte Unglück in dieser Branche. Seit 2 Jahren gibt es nun das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, um hier Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung zu geben beim nachhaltigen Einkauf. 78 Unternehmen machen mittlerweile mit, 3-mal mehr als beim Staat. 100 weitere haben das Siegel beantragt. 40% der Deutschen kennen den grünen Knopf. Das ist eine gute Entwicklung und das zeigt sich auch bei den Verkaufszahlen. Und 150 Millionen Textilien wurden verkauft und im letzten Halbjahr so viele wie noch nie, 45% mehr als im zweiten Halbjahr 2020. Der grüne Knopf kommt auch immer stärker in der nachhaltigen Beschaffung zum Einsatz. 3 Beispiele kurz von meiner Seite. Caritas und Diakonie wollen alle ihre 56.000 Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime auf grüne Knopftextilien umstellen. Da sind schon 2,2 Millionen Betten allein dort. Die Deutsche Bahn, die hat jetzt ihre neuen Outfits für über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem grünen Knopf bereits zertifiziert. Fankollektion vom Bundesligaverein etc. tun das auch. Das sind alles wichtige Impulse für globale Verantwortung und mehr Nachhaltigkeit. Und nach 2 Jahren ist das die Bilanz dieses Siegels. Danke. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung. Die Unternehmen und NGOs haben ja im Vorfeld oder in den Jahren zuvor immer wieder angemahnt, dass das sogenannte Überwachungssystem Jahre dauert, dies zu installieren. Ist denn Ihrer Meinung nach dieses Überwachungs- und Überprüfungssystem der Einhaltung des grünen Knopfes schon erfolgreich passiert? Die Einhaltung der Kriterien wird unabhängig kontrolliert von unabhängigen Stellen wie dem TÜV, DIN oder anderen. Und da werden verschiedenste Kriterien herangezogen, insgesamt 46. Und das sind auch 2 Bereiche, was auch immer von NGOs herangebracht wird, was ich an dieser Stelle auch noch mal kurz ausführen möchte. Da geht es zum einen um das Produkt, wie ein Hemd. Und da werden Siegel genommen, GOTS ist ein sehr bekanntes oder Ökotex Made in Green. Die kontrollieren selber die Einhaltung der Standards in der Fabrik, ohne dieses Siegel sie nicht haben können. Und der grüne Knopf hat jetzt Kriterien formuliert, anzuerkennen, welche dieser bestehenden Siegels gut genug sind, um eben auch für ein staatliches Siegel in Frage zu kommen. Und dazu gibt es noch mal eine Unternehmensprüfung, wo das gesamte Unternehmen unabhängig kontrolliert wird, ob es seine ganze Due Diligence geändert hat, ob es die Fabrikorte besucht hat, ob man das alles nachweisen kann. Also umfangreiche Prüfungen unabhängig. Und das Verständnis, also monitoren Sie die Einhaltung der Kriterien oder passiert das nur also wir nicht stichprobenartig, wer monitort es? Die unabhängigen Prüfer und die machen auch Stichprobenkontrollen, wenn sie das für erforderlich halten. Das ist unabhängig vom TÜV, von anderen.
Der Staat legt die Kriterien fest. Dazu noch? Bitte. Zur Kritik gehörte auch, dass zwar verabredet ist, dass Mindestlöhne gezahlt werden müssen, aber nicht, dass diese existenzsichernd sein sollen, was aber eigentlich der Sinn von Mindestlöhnen ist. Ist das also sozusagen ein Label ohne großen Wert oder hat sich da was verändert? Das ist ein Label mit viel Wert. Es gibt Schwangerschaftsschutz, also schwangere Frauen haben Kündigungsschutz. Das ist keine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern. Es gibt Abwassergrenzwerte, es gibt das Verbot von 100 giftigen Chemikalien. All das tut der grüne Knopf und geht da auch über das Lieferkettengesetz hinaus. Bei Löhnen ist, wie Sie richtig sagen, momentan die Anforderung Mindestlöhne. Es gibt derzeit kein Siegel auf dem Markt, was existenzsichernde Löhne in der Breite sicherstellt. Auch hier gehen wir voran. Es ist derzeit die öffentliche Konsultation abgeschlossen, den grünen Knopf weiterzuentwickeln. Existenzsichernde Löhne ist eines der Top-10. Das wird gerade ausgewertet. Es gibt auch einen unabhängigen Beirat, der da noch seine Stellungnahme dazu abgibt. Dem möchte ich nicht vorweggreifen. Aber klar ist, dass Unternehmen sich auch hier zu bekennen müssen beim grünen Knopf 2.0, Strategien entwickeln müssen. Und bleibt aber dabei, existenzsichernde Löhne sind dickes Brett, aber es werden Schritte gegangen werden. Bitte. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, welche Lobbys sich da querstellen? Der grüne Knopf ist freiwillig. Ein Unternehmen kann ihn beantragen und wird eben umfangreich geprüft oder eben nicht. Und ein unabhängiger Beirat, bestehend aus Unternehmensvertretern, NGOs, Wissenschaft, auch der Verbraucherzentrale, die beraten gerade nach den Konsultationen, was machbar ist, aber was auch erforderlich ist, um Menschenrechtsschutz weltweit voranzubringen. Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, das verpflichtend zu machen, diesen grünen Knopf? Das ist eine andere Debatte. Dafür gibt es ab 2023 das Lieferkettengesetz, das Grundstandards in globalen Lieferketten definiert. Und der grüne Knopf hat immer den Anspruch, im Textilbereich darüber hinauszugehen und Best Practice zu definieren. Jetzt wechseln wir das Thema. Herr Reher ist dran.